So, weiter geht's. Heute an diesem Start, in diese neue Woche, mit dem nächsten Rennen oder was auch immer wir noch heute so haben. Wir haben allzu viel, ist nicht mehr. War Wagons, das hätten wir noch hier vor uns. Ja, machen wir. Komm, mal rein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Turnier ist nochmal. Oder ob wir jetzt hier nochmal einen. Aber das nur so ein Einzelding ist. Vielleicht haben wir nochmal. Letztes ein Last Team Standing, ist es eine Simulierungsrallye. Ach, das ist ein Last Team Standing, okay. Na gut, machen wir so. Ist kein Turnier. Zerstöre drei Gegner und 1500 Schaden. Also heute geht es wieder darum, ein bisschen auf die Fresse zu gehen. Normalerweise sind wir ja außen ein bisschen Rennen gefahren. Den nehme ich mal mit aufs Korn. Ich müsste unser Günstiger ein bisschen was aushalten, weil den. Unser Digga hier ein bisschen was aushalten. Ja, können die auch, wenn er der ehemalige USA-Präsident ist. Ich glaube, das Auto ist sogar allgemein komplett aufgebaut, was den Schaden mitkriegt. Also sollten wir relativ viel aushalten können. Den habe ich auch mitgenommen. Also, es geht darum, wie gesagt, immer viele Gegner wie möglich zu zerstören. Also, insgesamt drei brauchen wir. Den hat glaube ich was. Ah, das war ein. Jawohl, den habe ich. Okay. Ich hätte fast erwartet, dass ich den. Dass das mein Schaden war, weil er eigentlich noch lebte. Ich habe doch kein Auto zerstört, wirklich. Jetzt habe ich einen mitgenommen. Den haben sie nämlich in mich reingedrückt. Schade. Ich habe eine Demolierhilfe gekriegt. Ich habe keinen. Ja, aber ich habe noch erwischt. Oben am Dach habe ich ihn mitgenommen. Das ist doch einer, der fast tot ist. Was ist er denn hier? Pepper, komm her. Jetzt habe ich dich. Du bist meiner, mein Freund. Mein Auto. 14 Gegner noch. Den habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen da. Also zumindest nicht getötet, aber ich habe ihn. Ich habe mal die zwei zerstört haben wir. Jetzt fehlt noch einer. Ja, das war keiner. Der war schon ausgeschaltet. Auf jeden Fall habe ich dem einen nochmal mitgegeben hier. Den hat es auf jeden Fall nochmal gut erwischt. Der brennt, glaube ich, schon. Ja. Ja, der hat gesessen, der Schlag. Thank you.
nicht ganz erwischt. So, damit ist... Klack mich doch am Arsch, ich will den Gegner haben. Ich kann nicht als Simulierhilfe. Nein, ich hab dich ganz erwischt. Nur Zusammenstoß. Ey. So, Gegner haben wir noch zwei. Also, ich hab noch ein... Ja, fuck you! Leck mich doch am Arsch, ich will den haben! Fick dich doch, ich will den haben! Jetzt darf ich nochmal ausschalten. Komm. Das ist der komische Transporter, aha. Gewonnen und damit war es der letzte. Bam, Junge! Weil ich habe nur Demolierhilfen die ganze Zeit bekommen und Gott sei Dank konnte ich dann in dem Finale nochmal einen mitnehmen. Roadrunner mit 4 war der Beste. Ja, er hat wahrscheinlich die abgeschaut. Ich habe fast alle, ich habe für einige komplett runtergefahren und naja, egal. Wir haben es gepackt. So. Da haben wir mal wieder ein Ding mit nach Hause geholt. Mal die Kohle mit. So, Bodenziele erledigt. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben eigentlich nur noch dieses Ding hier, ne? So, da müssten wir, was müssen wir denn dafür fahren? Wolfsrudel. Ich brauche ein amerikanisches B-Klasse-Fahrzeug. Ich brauche ein amerikanisches B-Klasse-Fahrzeug. Okay. Ich kann die aber auch nicht beschränken, ne? Hier wäre das. Ja. Scheiße, wir können das Ding gar nicht fahren. War die Kohle nicht das? Der kostet 16.000. Ja, und ich kann. Gibt es kein Auto, was ich verkaufen kann? Dafür? Ne, ich habe kein Auto, was passend in der Gruppe drin ist, ne? Hm, war super. Ah, dann können wir es nicht spielen, schade. Dann müssen wir das nochmal. Ne, egal, alles gut. Dann fangen wir als nächstes mit den Pro Internationals an hier. Würde ich sagen, da freue ich mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Wreckfest. Und dann geht's weiter hier mit den internationalen Profis. Na, welche Überraschung. Naja, bis dann. Tschüss.